Hallo. Wer ist da drin? Ich glaube, das ist eine Kamera. Hallo. Kennen Sie den? Servus. Aus Vorarlberg. Oder Bayern. Oder was auch immer. Wir machen jetzt eine Bergtour. Macht's es gut. Servus. Ihr kommt's aber auch noch mit. Jo, mit rein. Servus, ich bin's, der Leo, der Erfinder vom X-Boil. Schleppe diesen Leo auch mit. Der ist ein Engländer aus Vorarlberg. Ja, genau. Schauen wir mal, was das wird. Es wird was. Was ist jetzt denn? Hallo? Wer ist da drin? Ich glaube, das ist eine Kamera. Da hat jemand eine Kamera hingestellt. Da hinten ist das Publikum, oder? Müssen wir mal schauen. Ich gehe mal rum. Falls ihr es nicht wusstet, wir können euch auch hören. Also wenn ihr laut genug schreit in euren Handy, hören wir es auch. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal, oder? Los geht's! Los geht's! Bis später, wir sehen uns wieder. Willst du den nicht mitnehmen? Stimmt. Okay, ich nehme es mit, die Kamera. Er hat zwar heute nicht seinen Buschkraftrucksack dabei, aber er ist mindestens genauso voll. Ja, doppelt so schwer gepackt. Dann gehen wir jetzt mal. Das Video läuft jetzt rückwärts. Wie ihr seht. Schnipp, 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 schnipp. Also ihr seht, wir haben jetzt mittlerweile Schnee. Wird immer mehr. Ja. Und da ist einer schon vor uns gewesen. Der Herr Fuchs. Also wird definitiv nicht weniger der Schnee. Kann ich dir versprechen. Yeah. Oh, da wäre jetzt gerade kein Schnee, machen wir die Gamaschen ran, hä? Ja, Gamaschen, das wäre was. Was ist denn das? Ja, Gamaschen ziehen. Das nennt man, wenn man halt. Ach, beim Zahnarzt da. Ja, genau. Gamaschen ziehen. Gamaschen ziehen. Gamaschen ziehen. Na denn. Salami. Und in der Hundekacktüte. Der ist in der Hundekacktüte, weil der so stinkt, der Bergkäse. Geht so, oder? So. Also wir haben jetzt gerade festgestellt, ich habe an Leopold gesagt, Winterbiwak, nimm eine Thermoskanne mit. Jetzt machen wir die erste Pause, wo jetzt die Thermoskanne angebracht ist. Seine Thermoskanne ist leer, weil ich habe nichts gesagt, dass da was drin sein soll. Ultra leicht! Weniger mitnehmen! Weniger ist mehr! Ja, da hätten wir was dafür eigentlich. Genau, du hast ja was dafür zum Tee machen, aber ich konnte auch gerne abgeben. Ich hätte einen Ingwer-Tee. Ich mache mir einen Ingwer-Tee. Ich selber bin auch mit dem X-Boil unterwegs und das reicht für mindestens eine Tagestour. Wie groß ist die Flasche? So, oder? So. Warte mal. So. So groß ist so, sie? So groß, ja. So groß? Ich zeig's euch mal, so ist es. Ohne Feuerstahl. Das funktioniert? Das hat doch einen Feuerstahl drin, oder? Ach so. Siehst du, ich hätte es mit Feuerstahl machen können. Siehst du, da. Das ist für die echten Bushcrafter, die machen dann Feuer mit dem. Sollen wir die Kamera wieder ausmachen? Ja, ich würde es machen. Also dann machen wir es aus. Um Batterie zu sparen. Adios. Kameramann, du kannst folgen. Und warum halten wir an? Weil Leopold was vergessen hat und Leon hat das dabei hat. Handschuhe. Handschuhe. Und wie kalt wird es heute? Minus 5.
Und wären Handschuhe dann ganz wichtig? Überlebenswichtig. Lächel, du bist auf Kamera. Wir amüsieren uns nicht. Nö, schauen wir mal nach vorne, wie das Ganze da ausschaut. Schön, oder? Der blaue Himmel. Ich hoffe, man sieht jetzt uns noch auf der Kamera. Ich glaube schon, oder? Also der Schnee wird immer mehr. Und es ist kein Pulver, es ist so ein richtiger Pappschnee. Ja. Also schwer zum Gehen. Das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Ansage sein, bevor es dunkel wird. Ja, 2 Stunden haben wir noch, mindestens. Ja. Und jetzt ist 8.30 Uhr oder 9 Uhr schon. Und wir sind nur ein Drittel des Weges schon gegangen. Also, los geht's. Genau, genau. Und jetzt kommt dann das Richtige mit Upsiling und was Straightline. Noch? Straightline und Durchschlageübung. Paracord haben wir mit. Paracord haben wir dabei, genau. Ja. Wir können das Paracord mit dem Opinel auch kürzen. Ja, genau. Was haben Feuerzeug wir noch? Hast du mit, um die Enden zu verschmelzen. Genau, genau, so. Genau. Was genau. Haben wir denn noch? Säge? Säge hast du Säge. Mit. Beil Thermoskanne, ganz wichtig. Thermoskanne, genau, ganz wichtig. Für was brauchen wir die eigentlich? Zunder sammeln. Genau. Harz, da schmelzt man Harz, das bleibt dann flüssig. Genau. Wow. Harztee, ganz gesund. Lassen wir euch noch mal kurz nach vorne schauen. Der hat Energie. Da vorne geht mein großes Vorbild und ich trete in seine Fußstapfen. Oh, der Schnee wird immer tiefer. Ich weiß nicht, ob man sieht, wie tief die Dinger sind. Oh, das ist jetzt teilweise über knietief. Oh. Ne, da hinten machen wir Schluss. Hoffentlich hat die Hütte noch auf. Wir haben jetzt hier unser schönes Schlafplätzchen, habe ich jetzt da gemacht. Groß genug, dass ich, wenn wirklich Schnee hin und mal kommen würde in der Nacht oder das Wetter schlecht wird, dass ich 0,x mein Zelt aufbauen kann. Das kann jetzt leicht durchfrieren. Da drüben ist der Leopold, hat das gleiche gemacht. Was ihr seht, er hat keine Stirnlampe dabei. Sieht man, oder? Ich habe sie gefunden. Er hat sie doch gefunden. Aber die war ganz unten drin. Genau. Da gehört sie hin. Was war noch? Handschuhe hat er nicht dabei. Handschuhe habe ich nicht dabei. Dicke Strümpfe hast du nicht dabei. Wer braucht schon Strümpfe? Es brauchen nur Schlümpfe. Daunenjacke hast du nicht dabei. Daunenjacke habe ich nicht dabei. Nein. Aber einen riesen dicken Schlafsack dafür. Aber dafür einen dicken Schlafsack. Und genau. Und jetzt gehen wir auf den Hochstand und machen wir Brotzeit. Ich nehme meinen Rucksack mit. Und ich probiere zum ersten Mal Maggi Blödsinn. Oh, okay. Yeah. Schau mal, wie Blödsinn schmeckt. Also, wir gehen jetzt da rauf. Da haben wir einen Hochstand gesehen, ein riesen Ding. Vielleicht ist das wirklich mit Sitzgelegenheit und zum Kochen ideal. Also ich finde die Tour soweit richtig nice. Jetzt können wir die Dinger schön löffeln. Welchen X-Ball hast du heute dabei? Den 1900 Standard. Ist der mit einem stärkeren Brenner für den Winter. Wenn Schneeschmelzen bringt das was. Aber es ist doch April. Ja. Ein kalter April. So, Mülltüte. Leave no trace. Also lassen wir die offen. Und das ist so ein Ultralight-Sack für Ding fürs Essen. Der wiegt fast gar nichts. Also, wie man sieht, alles ist angefroren. Die Schuhe waren schon eiskalt. Und ich bin heute Morgen aufgewacht, schweißgebadet, wie man sieht. Der ganze Schlafsack außen. Da mit Reif voll. Und das hat wahrscheinlich den Feuchtetransport unterbunden.
Ich habe da mal richtig gut gelüftet, das ein bisschen weggemacht und dann ist er sofort besser geworden. Und man kennt es immer noch. Ich möchte gar nicht vorstellen, wie das mit Biwaksack wäre. Da wäre ich wahrscheinlich jetzt tot. Da drüben liegt einer im Biwaksack und der sieht wie tot aus. Toter, sag mal was. Was? Eben, irgendwas. Aber du lebst noch. Ja, aber mein Schlafsack war sehr gut, aber meine Füße waren sehr kalt. Ja, du bist da gestern als Eisklotz ins Bett gegangen. Ja, die Gamaschen haben leider so geschwitzt, dass meine Hosen unten nass wurden und meine Socken klitschnass. 8:19 Uhr, so lange haben wir geschlafen. Uiuiuiui, wir sind Langschläfer. Ja, auf alle Fälle sind wir da gestern Abend. Bis wann sind wir marschiert? Bis 10 Uhr, oder? Bis 10 Uhr und dann so um 11.30 Uhr sind wir erst ins Bett. Genau, also bis 10 Uhr sind wir gewandert. Es war wirklich sehr anstrengend. Der Schnee ist knietief. Man versinkt immer wieder. Wir haben irgendwann dann aufgegeben, also dann wir den Gipfel erreichen. Da ist jetzt noch, wir schlafen genau am Wegweiser. Da steht dort eine Stunde noch. Und der Schnee wird ja immer noch mehr. Und da ist ja jetzt die Forststraße aus und es geht in einen Steig über. Mein Deswegen, Wecker. Dein Wecker weckt. Ja. Hört sich das? Ist mein Handy noch nicht tot. Nein, sein Handy lebt. Okay, also wir sind dann nicht mehr weitergewandert um 10 Uhr nachts. Wir haben dann da oben war also ein kleiner Hochsitz, wo man sich schön Tiefsitz. Hochsitz kann man gar nicht sagen. Also ein bisschen überdachter Hochsitz. Und da haben wir dann gemütlich unseren Tee gemacht und was zum Essen gemacht und um 11:30 Uhr sind wir dann ins Bett. Jo. Ah, jetzt! Die Sonne kommt jetzt hinterm Berg vor. Das geht jetzt endlich weg. Und Leopold liegt im Schatten. Gut gewählt. Machst du ein schönes Frühstück? So ein englischer Frühstück mit Bacon and Eggs und alles. Hi. Aber ihr esst auch Mettwurst. Ich nicht, das ist nicht in Bayern Mettwurst. Das essen die Runde Preisen, aber bei uns ist kein Mensch Mettwurst. Keiner. Zum Glück. Ja. Ekelhaft. Rohfleischfresser. Servus aus Österreich oder Deutschland. Aus Tirol. Servus aus Tirol. Da ist Tirol und da drüben ist Bayern. Jo. Hier bin ich mit meiner nassen Biberfleisch. Ah, ja, ja. Die Einlegesohlen waren im Schlafsack, die sind jetzt schön trocken, kommen jetzt wieder in den Schuh rein. Und habe ich zumindest, auch wenn der Rest vom Schuh nass ist, habe ich nicht unten trockene Sohlen. So. Meine Gamaschen wurden gestern nass und ich habe sie in meinen Rucksack getan. Leider sind die jetzt so hart, ich kann sie nicht mehr rausnehmen aus dem Rucksack. Steif gefroren. Okay, ich zeige euch jetzt mal mein Schlafsetup, was das für diese Nacht jetzt war. Das ist mein 1000 Gramm Daunen Schlafsack. Ganz unten die X-Lite, da drauf die Z-Lite. Die wirkt wirklich Wunder. Oben drauf unbedingt, ist viel wärmer wie unten. Und da noch mein Kissen. Oh, yeah, yeah, yeah. Jetzt gibt's Frühstück. Hey Natururin, hast du vielleicht Bock auf ein X-Fire oder X-Boil? Melde dich beim Leo. Bei welchem Leo? Nicht bei mir, bei dir. Bei mir? Ja. Beim Leo? Ja. Man sieht ja auch eine kurze Hose an. Also es gibt nicht nur einen bescheuerten Typen, es gibt auch zwei. Vielleicht kommst du auch mal mit auf Tour. Einladung ist da. Okay. So, das ist das Wasser von gestern. Schön eingefroren. Naja, jetzt bin ich durch die Eisschicht von dieser Nacht. Ah, Schneeschmelzung läuft. Leopold quält sich gerade in seine absolut steif gefrorenen Schuhe rein. Und? Passt. Jetzt
nur noch das Letzte. Ich bin jetzt drin. Die haben meine Kühlfunktion. Doppelportion. Fast kann man draufstehen. Fast, stimmt. Die Schuhe sind wieder voll Schnee. Ja. Ja, genau, auf meinen Schlafsack drauf am besten. Ah, da ist eine gelbe Spur. Ich hab den, das mein Revier markiert. Heiß, 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 heiß. Ich bin vom Porridge wieder komplett weg zum Frühstück. Ich habe wieder Porridge in Stangenform. Es geht jetzt abwärts. Leopold hat jetzt doch noch die Gamaschen anzogen, zwar kurze Hose, aber Gamaschen. Hashtag Natururin. Hashtag Natururin. Genau, und jetzt geht's wieder zurück durch einen knietiefen Schnee. Gott sei Dank sind da Spuren da von Wanderern von gestern, gell? Da gab es nur einen Wanderer und der hatte 4 Stöcke. Leopold, was ist da oben? Warum schaust du drauf? Da ist irgend so ein Jägerunterstand. Genau, da sind wir gestern gesessen beim Brotzeitmachen. War ideal. Naja, ideal nicht. Hat gezogen, gell? Hat echt gezogen. Hinten in der Straßenkurve haben wir geschlafen. Es war diese Nacht so kalt, dass man teilweise sogar genau dann nicht neben der Spur gehen kann. Anstrengend? Nö. Nö. Oder doch? Grüß Gott, aus Bayern oder Österreich? Tirol. Tirol. Ich habe jetzt das Gewässer schon überquert. Es ist heftig, Leopold. Du musst wirklich aufpassen. Das ist ein reißender Fluss. Pass wirklich auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ich hab dich. Jetzt schnell raus, sonst fliegst du weg. Weil da hinten kommt ein Wasserfall. Und in den Wasserfall, wenn du reinkommst in den Strudel, wirst du sterben. Ist so, oder? Ich kenne ein paar Survival-Tricks dafür. Ja, ist das mit dem Stock? Das mit dem Stock. Dann kann man sich so eine Brücke bilden. Das kann man auch machen. Dann nimmst du deine Stöcke, dann machst du so. Und dann Paracord dazwischen spannen, oder? Ja genau, Paracord und dann kann man da drüber laufen. Aha. Ohne Probleme. Aber das muss man halt wissen. Aha. Die ganzen Survival Skills. Aha. Aha. Wie wär's mit Kindspan? Den Fluss austrocknen? Ja, es gibt auch diese Feuermethode. Da tut man halt ein X-Fire 14 oder 19 rein
und dann tut man den die ganze Zeit mit Spiritus anfüttern. Da verdampft das ganze Wasser und dann kann man halt genau während es trocken ist kurz überqueren. Wir beenden das Video hiermit. Wir haben zumindest jetzt keinen Schnee mehr auf dem Weg. Schon bedeutend angenehmer zu gehen als wir da oben mit knietiefen Schnee. Schauen wir mal, wie geht's dir da hinten? Ja, mir geht's. Besser so, oder? Ohne Schnee. Geht so, geht so. Hätten wir fast Schneeschuhe mitnehmen sollen. Aber wir hatten sie nicht eingepackt. Ja, unten im Auto wären's. Das sagt man nicht. Sagt man nicht, gut. Das Einzige, das mich ein bisschen nervt, ist, ich habe die Thermoskanne mitgenommen. Eine leere Thermoskanne, muss dazu sagen. Eine leere Thermoskanne. Jetzt die Grenze naht. Noch bin ich Ausländer und Leopold nicht. Jetzt bin ich kein Ausländer und er auch nicht. Und jetzt muss ich ins Ausland. Und jetzt bin ich kein Ausländer, aber er. So schnell kann es gehen. Was hier nach Weißwürstle? Oh je. Yeah. Jetzt gibt es noch eine kleine Pause mit Rindfleischsuppe. Und vorher Mauern. Mauern. Was gibt's bei dir? Tee. Milchen. Pfirsich. Mediterran. Mediterran. Genau, bei mir gibt's Nudelsuppe. Richtig wie im Urlaub. Wunderschöne Sonnenstrahlen, entspannte Atmosphäre, genau, ohne Stress. Genau. Alles perfekt. Richtiges Survival. Perfekt. Pause ist vorbei, wir gehen wieder los und was ist das weiße Zeug? Das ist ein Abfallprodukt, nennt sich Schnee. Kommt aus der Großindustrie. Was ihr hier sitzt, ist das weiße Zeug, das restliche. Wir sind jetzt auf 800 Meter und jetzt hört endlich der Schnee auf. Yay! Die Schuhe sind wieder nass, patschnass. Meine sind immer noch durchgenass. Also bei Nässe gibt es eigentlich für Schuhe nichts Schlimmeres wie Schnee. Den ganzen Tag Regen und durchs Wasserpfützen laufen macht eigentlich weniger aus als wie Schnee.